Wir haben uns letztens als Familie zusammen Ariel angeschaut und seitdem ist meine Kleine ganz Feuer und Flamme für alle Tiere, die im Meer leben. Und sie hat mich gefragt, ob ich nicht mal solche Tiere auch für sie nähen könnte als Kuscheltiere. Und habe ich mir gedacht, ist ja eigentlich gar nicht so eine doofe Idee. Kinder lieben Kuscheltiere und vor allem, wenn das dann noch Kuscheltiere sind, die nicht jedes andere Kind zu Hause hat, noch besser. Deswegen gibt es heute eine Nähanleitung wieder. Also wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, gab es jetzt immer mal ein paar Videos, wo wir ein bisschen hier was zu Hause umgestaltet haben. Und die wird es auch weiterhin geben. Es gibt ganz bald einen Nähecken-Makeover, weil die Nähecke einfach für mich nicht mehr so ertragbar ist, wie sie momentan ist. Und deswegen wird es jetzt immer so ein Mischmasch geben an Nähvideos und anderen DIY-Videos. Und noch dranbleiben bis zum Schluss, denn heute gibt es auch wieder eine coole Verlosung. Heute nähen wir diesen wunderschönen Rochen. Den Schnitt dazu gibt es jetzt schon seit einer Weile online. Ich verlinke den auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und in dem Schnittmuster gibt es den kleinen Rochen und den Rochen auch nochmal ein bisschen größer, sodass man Mama- und Babyrochen nähen kann. Der Rochen Ruby ist echt zack, zack genäht. Der geht wirklich richtig schnell. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Jersey-Stoff. Und nach Möglichkeit so ein Teddystoff oder so ein Plüschstoff, den man für die Ober- oder Rückseite nehmen kann. Und natürlich das Schnittmuster. Du entscheidest dich jetzt erstmal, welchen Rochen du nehmen möchtest, den groß oder klein, und klebst dementsprechend das Schnittmuster zu und schneidest dann die Größe, die du letztendlich nähen möchtest, aus. Dann legst du den Stoff mit dem Fadenlauf in die richtige Richtung einmal im Bruch. Und schneidest dir so dann das Vorderteil, also den Rücken und den Bauch, dann in einem anderen Stoff zu. Eignen tun sich hier natürlich auch Baumwollstoffe. Ich finde es aber als Kuscheltier immer ein bisschen schöner, wenn es weich ist. Und so ein Plüschstoff und auch so ein Jerseystoff ist halt super schön weich und damit kann man halt richtig prima kuscheln. Got a dopamine rush, got a major league crush when you're next to me. Bevor wir jetzt die beiden Schnittteile zusammennähen, ist es noch wichtig, dass wir jetzt vorab im Schritt die Augen anbringen. Ich habe hier Augen, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Die habe ich hier mit Kreativvlies gearbeitet und habe die hier drauf geklebt und anschließend dann hier nochmal mit einem Zickzackstich angesteppt. Man kann hier auch einfach Augen drauf sticken mit normalen Stickrahmen und Stickgarn. Oder man kauft sich Sicherheitsaugen, die es auch online zu kaufen gibt oder im Fachgeschäft, die man dann hier dran machen kann. Die sollten auf jeden Fall nicht lösbar sein, also dass die Kinder sich das nicht abfriemeln können und dann verschlucken. Ich schneide zuerst das Weiße vom Auge zu, dann bügele ich das einmal auf die eine Seite des Kreativvlies. Und dann schneide ich mir noch diese Pupillen einmal aus Schwarz zu. Die bügele ich auch wieder auf das Kreativvlies. Dann schneide ich die ganzen einmal rund zu. Und dann ziehe ich die untere Schicht des Vlieses ab, also das Triggerpapier. Lege mir das Ganze dann auf die Vorderseite der weißen Augen und bügele das hier nochmal fest. Und dann schaue ich, wo ich die Augen platziert haben möchte. Ziehe dann wieder das Triggerpapier von dem Kreativvlies ab. Bügel die Augen dann auf den entsprechenden Stellen auf und das Ganze kann dann mit einem kleinen Zickzackstich im Nachhinein einfach noch festgesteppt werden am Stoff. Also wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, wie man die Augen machen kann. Jetzt können wir die Stoffteile verbinden, indem wir einfach beide Stoffe, also den Bauch und den Rücken rechts auf rechts zusammenlegen, ringsum einmal gut feststecken und dann einmal steppen. Am besten lässt du dir jetzt eine Wendeöffnung an einen der Stellen, also entweder hier oder hier, so dass man das Ganze wenden kann, aber man noch ungefähr die Größe der Hand hat, wo man dann hier durchkommt, um dann den Rochen zu befüllen mit Füllwatte. Jetzt wendest du den Rochen. Wenn du den Schwanz wendest, benutzt du einfach einen langen Gegenstand, wie ein Essstäbchen beispielsweise. Oder gibt es auch schon spezielle Werkzeuge von Prim zum Beispiel, verlinke ich euch auch mal unten, womit man solche schmalen Dinge ganz gut wenden kann.
Damit wir diese Vertiefung hier bekommen, die ist im Schnittmuster auch nochmal markiert, schneidest du das Ganze im Schnittmuster einmal zurecht, legst es dann auf diesen Rücken von dem Rochen auf und markierst ihn mit dem Trickmarker, diese Linie links und rechts. Dann füllst du einmal die Seite hier, also die Seite, wo nicht die Wendeöffnung ist, die Wendeöffnung war jetzt bei mir hier unten, also befülle ich erstmal hier diese Seite mit Füllwatte. Nicht zu viel, es soll so ein bisschen flatterig noch sein an den Flügeln. Also ein Rochen, der wird ja bauchig, ist er dann im mittleren Teil und die Flügel ja, sind ein bisschen wackeliger, also weniger befüllen. Dann wird an der Linie das Ganze mit Stecknadeln fixiert und mit einem Geradstich einmal abgesteckt. Dadurch bekommen wir halt diese Vertiefung und somit lässt sich einfach der Rochen ein bisschen mehr definieren. Dann befüllt man den Bauch oder den Rückenbereich bis hier unten zu dem Schwanz hin und der kann wirklich ein bisschen fülliger befüllt werden, dass er sich einfach nochmal mehr zu diesen Flügelseiten abhebt. Dann wird auch wieder die nächste Seite einmal mit den Stecknadeln geschlossen, also fixiert und dann wieder mit einem Geradstich abgesteppt. Jetzt muss nur noch der andere Flügel befüllt werden mit Füllwatte und wenn das gemacht ist, dann die Wendeöffnung einmal per Hand verschließen mit dem Matratzenstich oder mit der Nähmaschine. Da sieht man halt dann die Naht. Das finde ich nicht immer ganz so schön bei so sichtbaren Kanten. Deswegen würde ich dir hier empfehlen, einfach mit dem Matratzenstich das Ganze abzusteppen. Und dann ist der Rochen auch schon fertig. Also der geht halt wirklich super schnell genäht. Eigentlich auch fast so schnell wie unser Wal Willi. Wenn du den noch nicht gesehen hast, verlinke ich den mal hier oben. Und ich habe ja gesagt, es gibt auch eine Verlosung. Und zwar ist das jetzt mein dritter oder vierter Rochen und ich habe gedacht, diesmal verlose ich den kleinen Rochen und ich verlose noch zweimal das Schnittmuster und alles, was du dafür tun musst, ist einfach mal den Kanal hier zu abonnieren, dem Video einen Daumen oben da zu lassen und unten in die Kommentare zu schreiben. Was soll man in die Kommentare schreiben? Einfach mal in die Kommentare zu schreiben, was dein Lieblingstier aus dem Meer ist. Genau. Dann lose ich aus, der Gewinner wird wie immer per Kommentar benachrichtigt und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann ganz bald wieder mit dem Nähzimmer-Makeover und ich habe ganz viele tolle Videos geplant. Schalt auf jeden Fall ein, aktiviere die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es was Neues gibt. Ciao!